gut, weiter geht's. Ha, wir haben langsam keinen Stein mehr. Das ist gar nicht gut. Gehen wir mal ganz kurz in unsere Grüfte, Schrägstrich Minen. Und sagen mal, das hier bitte einmal aushöhlen. Und zwar so wie die anderen, dass wir hier wieder irgendwelche Adligen hinbringen können. Auch wenn die ganzen Adligen wahrscheinlich erst kommen, wenn wir 100 bis 200 Zwerge haben. Und das wird noch eine ganze Ecke dauern. Aber na gut. Lieber vorbereitet, als überrascht zu werden. So, das bringt schon mal ein bisschen Granit. Und muss erstmal reichen. So, ist das... Ist die Stelle, wo das Loch gebuddelt wird, inzwischen fertig? Ja, nein. Es sieht immer leer aus und dann blinkt plötzlich doch wieder irgendwas. Dabei haben wir 10, 11 Arbeitslose. Warum nimmt das keiner mit? Ah, das sind nur noch 3 Stück. Ich will nichts gesagt haben. Fehlermeldung. Wir haben keine Kohle. Das ist nicht gut. Ah, wir haben gerade Holz bekommen. Also hätten wir jetzt gerne... Make Cheese. Nein, Make Charcoal. 20. Und ich glaube, ich sollte langsam das Holzhacken einstellen. Es ist zwar verführerisch, hier weiter, immer weiter Holz zu hacken, weil die Pilze hier inzwischen alle hochgewachsen sind. Aber das ist vorprogrammierter Ärger. Und den können wir jetzt momentan echt nicht gebrauchen. Ich muss einfach nur geduldig sein und darauf warten, dass die Miliz ausgerüstet ist, trainiert ist und dann da unten stationiert werden kann. Und dann können wir nach und nach in Ruhe das Holz abhacken. So sollte ich das echt machen. Ah, aber das ist so verführerisch. Aber wirklich brauchen wir jetzt momentan Holz. Wir haben genug Trainingswaffen, nehme ich einfach mal an für den Danger Room. Bins sind knapp. Die brauchen wir echt noch, sonst ist hier alles sowas von zugemüllt. Hm. Ja, was geht. Ich sollte mich nicht so sehr auf die fixieren. Oh, und warum ist unsere Straße noch nicht fertig? Und da war wieder irgendein Zwischenfall. So, runter. Ach so, hier sollte ja unser einer Danger Room hin. Aber den haben wir abgebrochen. Da ist immer noch irgendwelcher Müll. Grummel. So, wo ist unser richtiger Danger Room? Da ist unser richtiger Danger Room. Und wir haben hier einen aufrechten Speer und hier noch einen aufrechten Speer. Dann hätten wir gerne noch einen aufrechten Speer. Kein Silberspeer, kein Kupferspeer. Wir hätten gerne einen möglichst schlechten Trainingsspeer. Der da. Und jetzt. Dann Selecting, das Ganze nochmal. Und ein Tower Cap Trainingsspeer. Dann Selecting. Und hier müsste jetzt schon etwas besseres sein. Was war höher? Die 4 Striche oder das Sternchen? V. Ein Exceptional Trainingsspeer. Und du? VV. Ein Superior Quality Trainingsspeer. Ja, das hat mir jetzt auch nicht so wirklich geholfen. Ich probiere mir den Stern aus. So. D, dann Selecting. So, wo ist unser Trupp? Der ist bestimmt immer noch... Ja, der hat immer noch den Goblin-Kill-Befehl, den ich gleich mal aufheben muss, sonst meckern die wieder. Die Kontrolle vom Militär ist echt nicht so einfach. Was ganz schön wäre, wäre so ein Overlay-Fenster oben in der Ecke. Oder am besten ein verschiebbares Overlay-Fenster. Das kann man dann dahin packen, wo man will. Und dann sieht man den momentanen Militärtrupp, der gerade aktiv ist, was er tut und was er dann so als nächstes machen sollte. Das wäre richtig schick. Aber na gut. Das ist alles noch in ferner Zukunft, denke ich mal. Aber man wird ja noch träumen dürfen. So, wollen wir jetzt Gero ins Fenster bauen? Ja, komm. Statue da weg. Und Car Fortifications. Ah, da. Und eine neue Statue. Bitteschön hier. Und zwar eine goldene. Wenn schon, denn schon. Was sagt eigentlich unser Noble Screen? Ich habe bestimmt schon wieder 3, 4 Armbrüste verpasst.
Aber das scheint Gerugon nicht so wirklich zu stören. Na ja, gut. Dann mach mal weiter. So, Statue ist weg. Gerugon guckt sich an, was da in seinem Schlafzimmer passiert. Und scheucht ihn gleich raus. Ja, würde ich wahrscheinlich auch machen. So. Chup, 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 chup. So, das Zeug ist immer noch da. Ich probiere jetzt einfach nochmal da zu channeln. Damit das Zeug einfach dann runterfällt. Das war früher auch mal ein ganz guter Trick. Es gab nämlich Gegenstände, die konnte man nicht mehr aufheben. Und auch nicht mit Dump und Forbid und was weiß ich. Dann musste man unter den channeln, damit sie eine Etage weiter runterplumpsen. Und erst dann konnte man sie wieder bewegen. Kommt er jetzt in meine oder nicht? Ach, die Miner sind alle jetzt unten beschäftigt, wo sie Granit kloppen sollen. Oh, doch da kam einer. Sehr schön. Jetzt muss jeder aufpassen, der durchläuft, dass er nicht aus Versehen runterstolpert. Genau. Oder irgendjemanden ausweicht und dann runterstolpert. Das ist eine ganz schöne Todesfalle hier, nehme ich an. Aber gut. So, jetzt dürften wir eigentlich bedenkenlos Massen an Goblins darunter schmeißen können. Wir fangen mal mit 2 an. So, du, Schiff P. Nimm, 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 nimm. Nimm, 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 nimm. Stossbub und Stassost. Hatten wir Stassost nicht schon mal runtergeschmissen? Ich bin verwirrt. Oh, oder wir hatten ihn runtergeschmissen, er ist aggressiv geworden und ist nochmal in eine Falle getappt. Das könnte natürlich auch sein. So, Escape, Escape. Und die dürften jetzt runterfliegen und ich weiß gar nicht, ob die Schaden nehmen, wenn sie in Wasser landen. Also wer aus 16 Stockwerken auf Wasser landet, der kriegt trotzdem jede Menge Schaden. Außer er ist ein 1A Turmspringer. Aber ich denke nicht, dass sie es implementiert haben. Aber das können wir gleich mal verfolgen. Also du Goblin, du bist Stossbub. Du hast eine leichte Verletzung am linken Fuß. Oh, den können wir verfolgen. Hihihihi. Du, F. Dup, 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 dup. Ah, Platsch. Das war zu unterhaltsam. So, also er ist jetzt unten. Er ist definitiv verletzt. Also kriegt er auch Fallschaden, wenn er in Wasser landet. Zumal das, sind wir hier schon im Wasser? Nein, wir sind auch über dem Wasser. Ah, das ist nicht wirklich tief. Es ist nur ein Block mit Wasser. Das wird nicht reichen, um seinen Fall großartig abzubremsen. Und, also ja, er ist ziemlich schwer verletzt und er ist am Ertrinken. Dadurch, dass er schwer verletzt ist, wird er, glaube ich, nicht allzu weit kommen. Aber das können wir ja mal weiter verfolgen. Er bewegt sich gar nicht erst. Es kann ja auch sein, dass Goblins gar nicht schwimmen können. Oh, und da ist Goblin Nummer 2. Der bewegt sich aber anscheinend wesentlich schneller. Er ist nämlich gar nicht verletzt, da er auf einem anderen Goblin gelandet ist. Selbes Problem wie vorher. Jetzt müssen wir mal gucken, ob unverletzte Goblins denn schnell genug noch an Land kommen. Wenn ja, haben wir ein Problem. Also wir verfolgen jetzt dich. Zack, tot. Nee, anscheinend nicht. Und wer wurde da gerade von einem Goblin unterbrochen? Das glaube ich doch wieder nicht. Okay, noch ein Problem mit diesem Loch hier mitten in einem recht häufig begangenen Gang, obwohl das eigentlich unser Geheimeingang sein sollte, ist, dass wenn hier ein Goblin runterfliegt und mit den Armen wedelt, jeder Zwerg, der ihn runterfallen sieht, wird von ihm unterbrochen, weil der Zwerg denkt, er wird von dem Goblin angegriffen, was natürlich vollkommener Schwachsinn ist, aber ist halt so. Na gut, das scheint jetzt hier wirklich zu funktionieren. Also der Bug, in Anführungszeichen, dass sie keinen Fallschaden bekommen, wenn unter ihnen ein anderer Goblin liegt, ist noch bestanden. Aber dann ertrinken sie halt hier. Ich weiß nicht, ob alle Goblin den gleichen Schwimmskill haben. Also die gleiche Höhe im Schwimmen. Wenn nicht, dann könnten wir es haben, dass irgendwann mal ein Top-Schwimmer hier wieder rauskommt. Was passiert dann? Ja, müsste er hier... Hier kann er, glaube ich, hoch. Genau. Kommt er hier raus. Kann noch hier durch. Irgendwann ist der Pilz hier am Weg. Kann dadurch.
und kann dann bei uns wieder zurück hier in die Fallen tappen. Oder unsere Holzhacker umbringen, weil wir zu gierig sind. Eins von beiden. Na gut, ich schmeiß jetzt mal ganz, ganz viele Goblins runter und gucke, ob irgendeiner davon unser Land schafft. Wenn nicht, dann denke ich einfach mal, dass alle Goblins den gleichen Schwimmskill haben. Also, ab nach oben. I. Shift P. Jetzt werden ganz viele Käfige frei. Also. Strodden, Düsen, da steht nichts von Goblin hinter. Das könnte Händler sein. Nee, den will ich nicht runterschmeißen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sagen wir mal 10. 7, 8, 9, 10. 10 Goblins, sehr schön. Da warte ich doch mal kurz. Obwohl, wir können einfach unten warten. Dumm, 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 dumm. Da könnte ich auch gleich einen Hotkey für machen. Für hier unten. Das mache ich sogar. Shift H. Wir hätten gerne F3. Das ändern wir in Todessturm. Und Z für Zoom hier. So, also jedes Mal, wenn wir jetzt F3 drücken, kommen wir genau hier an. Ah, und es ist falsch. Wir müssen hier ankommen. Z, Zoom hier. Testen wir mal kurz. F1, F3. Jo. Sehr schön. Jetzt haben wir zwar jede Menge Sachen, an die wir nicht rankommen. Und komischerweise war einer von den Goblins auch noch ausgerüstet. Was eigentlich... Oh, das Spiel sollte auch weiterlaufen. Einer der Goblins war noch ausgerüstet, was eigentlich gar nicht sein dürfte. Wir hatten doch alle einmal ausgezogen. Und in der Folge drauf gleich nochmal die Neuankömmlinge auch alle ausgezogen. Und jetzt ein bisschen komisch. Habe ich entweder einen übersehen oder wir haben in der Zwischenzeit nochmal neue Goblins gefangen. Davon gibt es ja echt unendlich viele. So, das war jetzt der erste. Der hat anscheinend noch Fallschaden genommen. Jetzt müssten nach und nach die anderen runterpurzeln. Genau, die kriegen keinen Fallschaden. Und können sich gleich bewegen. Gucke ich mir mal ganz kurz an. Der trinkt, der trinkt. Oh, der hat Schaden genommen. Der gar keinen. Ja, lass mal weiterlaufen. Ja, die kommen meistens so 5-6 Felder weit und dann ertrinken sie alle. Ist zwar recht makaber, aber wirkungsvoll. Du kommst ein wenig weiter. Aber bist jetzt auch tot. Ja, doch. Also ich denke mal, sie haben alle ungefähr den gleichen Schwimmskill. Und nur manchmal kommen sie weiter, weil sie halt mehr Stamina haben oder andere Statistiken höher sind. Aber das dürfte nicht dazu führen, dass irgendeiner hier mal rauskommt. Obwohl, es sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hier ist auch gar nichts. Nö. Hier kommt auf keinen Fall TM ein Goblin raus. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Dann schmeißen wir jetzt alle anderen Goblins da auch runter. Dann hätten wir schon mal das Problem von der Liste weg. So. Ja, ich sollte mal gucken, was genau das sind. Ah ja, doch. Waren doch Goblins. Goblin, Goblin. Goblin, 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 Goblin. Oh, ein Hammerlord. Der könnte recht viele gute Werte haben. Den müssen wir im Auge behalten. Goblin, Goblin, Goblin. Den Troll. Nein, den Troll schmeiße ich nicht runter. Allein schon deshalb, weil ich nicht weiß, ob er überhaupt atmen muss oder nicht. Das ist eine Wildcard, die ich jetzt nicht unbedingt spielen möchte. Ganz viele Goblins. Viel zu, viel zu, viel zu viele Goblins. Und ich glaube, das müsste es jetzt gewesen sein. Die Ratte kann auch weg. So. Ich glaube, das müsste es jetzt gewesen sein. Kiwi-Henne. Honey-Badger. Nee, das war's. Okay. Escape, Escape. F3. Und das behalte ich jetzt nochmal im Auge, weil halt dieser Hammerlord dabei war. Und ich will jetzt nicht, dass ein Hammerlord, der eventuell auch noch bewaffnet ist, man weiß ja nie, plötzlich hier rauskommt und dann anfängt, meine Holzfäller umzubringen. Das muss ja nicht unbedingt sein. So, da haben wir einen grünen Goblin, einen schwarzen Goblin oder ein graues Feld. Was ist denn ein graues Feld?
Ein Schwarm voller Fliegen. Ja, okay, das macht Sinn. So viele Goblins, wie jetzt schon runtergestürzt sind. So, da ist Goblin Nummer 1. 2, 3. So, da haben wir einen. Die sieht man auch so schlecht, weil die halt auch blau werden, sobald sie im Wasser sind. Aber ein wenig kann man ja erkennen. So, die sterben alle reihum. Das ist gut. Er ist schon wieder fast so weit gekommen wie der andere. Und die gehen auch alle genau den gleichen Weg. Ist ja nicht so, dass sie einmal mal hier lang schwimmen und da lang schwimmen. Das ist komisch. Also alle bis auf der da. Der hat einmal einen anderen Weg genommen. Nicht, dass es ihm wirklich weitergeholfen hätte, aber noch eine Kuriosität im System. Vielleicht waren da so viele Goblins im Weg, dass er da lang schneller gegangen wäre. So funktioniert das Parsing-System. Also wenn zu viele Sachen im Weg sind oder im Gang stehen, dann nehmen die Zwerge auch mal einen anderen Weg. Weil es halt schneller gehen würde. Das ist mit einer der Gründe, warum es teilweise so ruckelt. Weil das Spiel einfach zu viele Wege berechnen muss. So, ich sehe hier immer noch jede Menge Goblins. Und ich glaube, einer von denen sah komisch aus vom Bild her. Das müsste dann wohl der Hammerlord gewesen sein. Oh, was haben wir da? Oh, ein Karpfen. So, ein neuer Rekord ist jetzt hier vorne. Was auch immer der nach da unten gegangen ist. Ja, stimmt, da oben war ja gar nichts. Okay. Also die wollen wohl da hoch, da rum und dann hier irgendwo hoch. Da wahrscheinlich. Aber ich glaube, das war's jetzt. Sehr, sehr makaber. Wenn wir irgendwann demnächst ein Artefakt herstellen, dann bitte von diesem Ort. Uffala. Ein Haufen Lehm. Ein Haufen Kotze. Lauter Blut. Oh, da war Zwergenblut mit bei. Von einem unserer Grunts. Auch nicht schlecht. Und ein bisschen von unserem Hammerzwerg, der gerade gestorben ist. Sogar jede Menge Blut. Von unserem Crossbow-Zwerg. Von einem anderen Crossbow-Zwerg. Von noch einem anderen Crossbow-Zwerg. Ja, die ganzen Goblins, die bei uns oben eingelagert sind, die haben ja schon mehrere Miliztrupps auseinandergenommen. Also, wenn man sie alle zusammenrechnet. Und da sind wohl immer Sachen hängen geblieben. Die sammeln sich jetzt hier unten. Also was für Details das Spiel alles speichert, ist absolut krass. Hier haben wir einen Haufen Zähne. 5 obere Frontzähne. Okay. Ganz viele Leichen, ein Umhang und ein Schwarm Fliegen. Na gut, gucke ich mal ganz kurz noch auf die Einheitenliste. Wir haben wieder einen neuen Geist. Darum kümmern wir uns nächste Folge. Wir haben einen gefangenen Händler, den sollten wir bald mal freilassen, sonst stirbt er uns wieder. Oh nee, den sollten wir nicht freilassen, der ist durchgedreht. Den können wir auch gleich mal runterschmeißen. So, aber keinen einzigen gefangenen Goblin mehr, keinen wildlaufenden Goblin, keine aggressiven Tiere, das ist soweit sehr schön. Ich mag unseren neuen Todesturm. Aber jetzt erstmal eine kleine Pause und in der nächsten Folge schmeißen wir einen Händler runter. Ob das die Zwerge zu Hause jetzt tangieren wird oder nicht, weiß ich nicht, denn er ist ja durchgedreht. Müssen wir mal gucken. Aber gut, wir sehen uns gleich wieder.